Das ist geschehen. Omen des Todes. Sarkophag in einer Feluke her. Sehr abgelegener Ort dafür. Einige dieser Wunden sehen aus, als wären heilige Organe entnommen worden. Zumindest die Lunge ist weg. Dunkle und unheilvolle Beschwörung. Eine Statue von Sobek, dem Herrn des Nils. Aber auf ihm befindet sich ein Symbol, das Selket, die Skorpiongöttin, beschwört. Der Steuermann ist entkommen. Sein Werkzeug ist hier. Diese Tode sind eine grauenvolle Reise in den Wahnsinn. Was haben sich die Täter von der Beschwörung der Göttin der Magie versprochen? Whoa.
Zone ist tabu. Was? Was? Halt! Verzeih, Neb. Ich kann heute keine Streitwagen verkaufen. Bei Serapis. Ich traue meinen Augen kaum. Das sieht... Nick Ennis, Sigiliot.
Bitte verzeih mir. Für einen Moment dachte ich, du trägst das Zeichen der Magi, der alten Beschützer. Das tue ich. Und bin ich. Was quält dich, Nibet? Mein Herz ist gebrochen. Mein bester Freund und Ehemann Eriks wurde ermordet. Was ist passiert? Er war bekannt für seine Arbeit. Ein Soldat kam und befahl ihm, Kriegsstreitwagen für den Pharao zu bauen, und er nahm den Auftrag gerne an. Aber als der Soldat zurückkam, wollte er ihm nur die Hälfte des vereinbarten Preises zahlen. Eriks weigerte sich, da streckte der Soldat ihn nieder und nahm den Wagen. Wenn du wirklich ein Magi bist, verhilfst du mir zu meinem Recht? Finde den Soldaten und zerstöre den Streitwagen, damit er nicht das Andenken an meinen Mann beschmutzt. Das kann ich für dich tun. Wieso hat der Hauptmann den Wagner getötet? Seine Arbeit war meisterhaft. Nein, dem dreisten Bauern nicht nach. Nein, ich sag ja nur. Meinst du, seine Witwe führt das Geschäft weiter? Wieso? Willst du sie? Siehst du auch kleine, ältere Weiber? Sie ist eine schöne Frau. Ein Opfer zu Ehren des Wagners, der ermordet wurde. Oh, ehrenvoller Magi, was hast du zu berichten? Ich habe den Wagen zerstört, den Eriks gebaut hat und der von dem Hauptmann aus Antilla gestohlen wurde. Die Ehre deines Mannes wurde bewahrt. Gib den Weg frei! Gestank liegt in der Luft. Hier muss ein Gerber leben. Mit so einem Speer könnte ich der Held des Amphitheaters sein. Eine Schande, was damit geschehen ist. Duftöle. Die könnten den Gestank des Gerbers lindern.
kommt ihr inzwischen zurecht? Ganz gut. Vielen Dank, Nebet. Das Leben ist zwar nicht einfach hier, aber wir arbeiten für uns selbst. Nicht mehr nur für Sephetos Geldbörse oder aus Angst vor der Peitsche. Was für eine Geschichte. Ah, die Schlange von Serapis. Du kennst seine tragische Geschichte? Nicht die ganze. Oh, er war ein wahres Meisterwerk. Der Schaft, umwickelt mit wassergehärtetem Leder. Die Spitze, geschmiedet aus himmlischem Metall. Ich würde ihn gerne sehen. Unmöglich. Ich fertigte ihn für einen von Apollodoros Hauptmännern an, als ich in Sais lebte. Doch Sephetos Männer ermordeten ihn. Deshalb verließ ich die Stadt. Sephetu? Ja, Sephetu, der Feuerteufel, der mit Feuer und Furcht in Sais regiert. Einer seiner Stiefellecker stahl den Speer mit meinem Zeichen darauf. Unerhört. Kannst du ihn nicht zurückholen? Der Mann ist zu weit weg. Er ist auf einer von Sephetos Trieren auf dem Mariotsee. Ich hasse Tyrannen. Meine Reisen führen mich durchs ganze Land. Wenn ich ihn treffe, suche ich nach deinem Speer. Nichts wäre mir lieber, als von seinem Sturz zu hören. Wenn du es schaffst, gehört die Schlange von Serapis dir. Wir sind sehr aufmerksam. Siehst du schon etwas? Nein. Wonach suchst du eigentlich? Ärger. Oh, erwarte. Noch ein gottverdammter Rebell! Speer ist wunderbar. Ganz klar das Werk dieses Meisterschmieds aus Zau. Die Schlange von Serapis ist wahrhaftig eine Waffe für die Götter. Was? Hey!
Oh, wie beschämend, Ned. Der Gerber ist mein Ehemann. Er bringt diesen Gestank immer mit, wenn er aus dem Lager zurückkommt. Ist er jetzt hier? Sollte man meinen, dem Geruch nach. Wenn er hier ist, ist es noch schlimmer. Nimm keinen Anstoß daran. Wir alle müssen Arbeit tun, die uns nicht gefällt. Du hast recht. Mein Mann arbeitet hart. Aber er kann kaum die Nachfrage befriedigen. Man sagt, die Magi seien legendäre Jäger. Wenn du etwas Geld verdienen willst, dann geh zu ihm. Er freut sich bestimmt über Hilfe. Hm. Ich denke darüber nach. Wo kann ich ihn finden? Sein Jagdlager ist nordwestlich von Zau. Er wird dort ein paar Tage lang Häute gerben. Wenn es nur irgendwas gäbe, das hilft, den Gestank zu lindern. Gütiger Serapis, wo kommst du denn her? Hab Dank, Reisender. Ich hätte nicht gedacht, dass die Götter mir heute Hilfe schicken. Ich dachte schon, dieses Biest frisst mich aus Rache für mein Handwerk auf. Was führt dich hierher? Deine Frau in Zau sagte, du brauchst vielleicht einen Jäger. Ja, ja. Zu wenig Rohstoffe und zu viel Nachfrage. Ich würde dich sehr gut bezahlen für die Häute, die ich brauche, und für das Risiko, das du eingehst. Ich bin ganz Ohr. Ich brauche Hyänenohren, Krokodileier und einige Geierschädel. Wozu brauchst du denn die Geierschädel? Daraus mache ich Kopfschmuck für die Priesterinnen der Isis. Sie zahlen gut. Nun gut, was hast du für mich? Alles, was du wolltest. Ah, ja. Gut, gut. Und in sehr gutem Zustand. Das wird genügen. Dein Lohn. Und ich habe das. Versteh das nicht falsch. Aber ich fand diese Duftöle. Ich dachte, du könntest sie brauchen. Das sollte ich wohl besser nicht ablehnen. Meine Frau wird sich sicher sehr darüber freuen. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit.